Wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, dass quasi die Superheldenfilme eine erste Renaissance eben in den 80ern erlebten. Das hattest du eben auch schon deutlich gemacht an den Beispielen. Also du hattest die Superman-Verfilmung von Richard Donner genannt und natürlich dann die Tim Burton-Verfilmung von Batman. Und ja, für mich war ein wichtiger Schnitt dann eben Bryan Singers X-Men in den 2000ern, die halt eben das Ganze ernsthaft betrachteten. Also, wie du es so schön formuliert hast, das Versprechen der 80er Jahre wurde eingelöst in den 2000ern eben von Singer. Auf einmal konnte ein Superheldenfilm eben mit einem polnischen Jungen, der mit seiner Magnetkräfte versucht, seine Eltern vor dem KZ zu bewahren, auf einmal konnten solche ernsten Themen halt eben angesprochen werden. Einer der Mitarbeiter Singers, Kevin Feige, arbeitete sich dann über die Jahre dann eben hoch bei Marvel und hat dann quasi Mitte der 2000er Jahre den Entschluss gefasst, die im ja, übertragenen Sinne virtuellen Köcher von Marvel übrig gebliebenen Helden zu verwursten. Große, große Franchises wie X-Men, du hattest Fantastic Four genannt, Spider-Man, konnten nicht genutzt werden und sie hat schauten, was es gab, und da gab es eben dann gab es den Iron Man, es gab den Incredible Hulk, es gab Thor und Captain America. Und aus diesen vier versuchte dann eben Feige etwas zu formen, was dann später dann eben die Superheldenverfilmung Avengers wurde. Das war quasi dann die Grundlage für diese, ja, für das Marvel Cinematic Universe, das, glaube ich, am Anfang Marvel Cinema Universe hieß, weil Feige da noch nicht ganz genau wusste, was er wollte damit. Und diese erste Phase, über die hatten wir jetzt im Vorgespräch schon intensiv gesprochen, lief halt von 2008 bis 2012. Wir waren jetzt dann schon in der Phase 2, die dann eben jetzt 2013 bis 2015 ging, wo dann eben diese vier Helden mit den Avengers-Verfilmungen, die sehr erfolgreich war und auch in sehr gekonnter Weise durch Joss Whedon umgesetzt worden war, erweitert wurde jetzt dann eben durch die Guardians of the Galaxy. Und wir hatten uns jetzt gerade eben auch über Guardians of the Galaxy unterhalten, ja, die eben einen ganz anderen Charme auch noch einmal und noch eine neue Dimension hinzugefügt haben. Jetzt gerade frisch ist jetzt ja auch noch eine weitere Figur dazugekommen, über die genderspezifisch ja freundliche Ausrichtung von Marvel hattest du eben auch gerade schon gesprochen. Und jetzt ist eben auch dann die erste Marvel-Heldin quasi, hat endlich jetzt einen Platz bekommen. Du hast zu Recht vorhin angemerkt, dass ja, Scarlett Johansson als eigentlich verdient hätte, ihre Darstellung als Black Widow auch in einem eigenen Franchise repräsentiert zu sehen. Aber jetzt ist die erste Marvel-Heldin ist halt eben Agent Carter geworden. Hattest du da eventuell auch schon Gelegenheit reinzuschauen? Medien. Medien, ne? Medien. Medien, ne? Medien. Medien, ne? Medien. Medientheke. Die Ausgabe Nummer 10 der Medientheke hat das Marvel Cinematic Universe zum Thema. Dieser transmedial angelegte Erzählraum des bekannten Comicverlags und Filmstudios bildet den Rahmen für das folgende Gespräch, das ich mit Peter Wignold führe. Peter Wignold, geboren 1971, studierte in den 1990er Jahren Kommunikationswissenschaft, Anglistik und Philosophie in Essen und Bochum. Es folgte ein Studium der Medienwissenschaft und Komparatistik mit einer preisgekrönten Arbeit über sexuelle Gewalt gegen Männer in Filmkomödien. Wignold arbeitet als Redakteur, freiberuflicher Journalist, Musik- und Videoproduzent. Derzeit studiert er Medienwissenschaft und Gender Studies, arbeitet an der Ruhr-Universität Bochum, schreibt für Film- und Musikmagazine und ist Mitglied der AG Comicforschung der Gesellschaft für Medienwissenschaft. Herzlich willkommen, Peter Wignold. Ich habe mir die ersten Mal in Folgen angesehen und ich bin relativ angetan davon. Also es ist wirklich, eine schöne Nummer. Es schließt natürlich direkt an mit einer Szene aus dem ersten Captain America-Film. Und es ist, wenn ich es jetzt irgendwie mal so in einem kurzen Satz runterbrechen sollte,
würde ich sagen, dass Agent Carter so der Marvels weiblicher Bond in den 40ern ist. In so einer Pre-Madman-Welt, die noch sexistischer ist, also sie wird irgendwie zum Aktensortieren abgestellt, obwohl wir natürlich alle aus dem Captain America-Film wissen, was eigentlich in ihr steckt. Wollen wir über die Handlung reden oder möchtest du das selber sehen? Nee, ich hatte auch schon Gelegenheit, es mir anzuschauen. Also ich bin sehr angetan. Ja. Also dann tun wir einfach so, als hätten alle das gesehen und reden einfach drüber. Also ich finde es wahnsinnig spannend, wie auch da jetzt irgendwie wieder von der Serie in den ersten beiden Folgen schon irgendwie wieder Verbindung zu diesem Kino-Universum geschaffen werden, in dem dann Howard Stark da auftaucht, irgendwie der russische Wissenschaftler, dessen Sohn dann später Mickey Rourke im zweiten Iron Man-Film ist. Was da alles angelegt ist, irgendwie, das ist schon extrem spannend irgendwie wieder, mit welcher Voraussicht da auch gearbeitet wird. Ja, und das ist wirklich, glaube ich, auch eins der Sachen, die eben dieses eben sogenannte Marvel Cinematic Universe, dieses Film oder dieses transmediale Universum, was da jetzt eben von dieser erfolgreichen ehemaligen Verlagsfirma jetzt eigentlich einem Marvel Studio sozusagen aufgebaut wird. Das ist eigentlich eine gute Repräsentanz. Also es zeichnet sich halt eben aus, Kevin Feige hat das mal so beschrieben, dass quasi Marvel und diese Superhelden, die eben auf eine jahrzehntelange Geschichte zurückblicken, eben wie so Zwiebelhaut quasi Schicht für Schicht ist. Also der Einstieg in das Universum ist eigentlich vollkommen egal. Also es kann Bettwäsche sein, es kann eine Kaffeetasse sein, wie sie hier bei mir jetzt mit Rocket von Guardians of the Galaxy ist. Es kann ein Film sein, es kann eine Fernsehserie sein und trotzdem findet man Einstieg in dieses Comic-Universum, was jetzt eben durch dieses, was jetzt zu einem Cinematic Universe erweitert wurde. Und Agent Carter ist ja in dem Sinne interessant, als dass sie quasi so eine Stellvertreter-Serie ist, wiederum für eine andere Serie. Also nach dem großen Erfolg von The Avengers hat Joss Whedon eben dann auch die Arbeit aufgenommen, eine beratende Funktion für Marvel aufgenommen und gesagt, es mehrere Projekte angestoßen, unter anderem eben Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., die interessanterweise dann so der erste leichte Flop sozusagen des ganzen Marvel Cinematic Universes war, weil zu Beginn die Folgen jetzt nicht so stark waren. Das hatte dann einen Grund, der Payoff war dementsprechend umso größer, da eben im Gegensatz zu, wie im Vorgespräch schon besprochen, wie bei Warner, eben die Fernsehleute auch mit den Filmleuten geredet haben und die also ganz begeistert waren, oh, wir haben eine Serie für Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. und dann Kevin Feige bei den Fernsehleuten angeklopft hat und so, ihr wisst aber schon, dass ich vorhabe in Captain America, beziehungsweise unsere Drehbuchautoren für Captain America 2 S.H.I.E.L.D. aufzulösen. Das müsst ihr irgendwie einbauen. Und das hatte dann aber dann für dann den erzählerische Dürre gesorgt in den ersten Folgen der ersten Staffel von Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., die dann eben dann spätestens in dem Wechsel davon dann und diese Auflösung und diese Einbeziehung des Marvel Cinematic Universe dann nur umso reicher wurde und jetzt eine ganz fantastische Serie ist. Und jetzt pausiert sie jetzt gerade. Und jetzt in kurzen 8 Folgen hat jetzt Agent Carter die Aufgabe, das Ganze wieder aus einer anderen Perspektive zu beleuchten, nämlich die Anfänge dieser Geheimdienstbehörde in diesem Marvel Cinematic Universe zu beleuchten. Und wie du eben schon sagtest, genderspezifisch sehr spannend, die erste Marvel-Heldin, dann in einer Zeit, in der eben Feminismus de facto nicht existent war. Und das bietet ja eigentlich spannende Ansätze, um auch gewisse Dinge auszuerzählen und neu zu erzählen aus diesem Universum. Ja, das tut's auf jeden Fall. Also ich meine, natürlich die Situation, die da auch dargestellt wird, ist, dass es natürlich irgendwie, dass diese Frauen, die da gezeigt werden, während des Zweiten Weltkrieges alle ihre Unabhängigkeit genossen haben, während nämlich die ganzen Männer im Krieg waren. Und jetzt nach Ende des Krieges dann halt in Bürojobs, in Haushalte zurückgedrängt wurden. Ja. In diese passiven Positionen. Und das ist natürlich ein großer Konflikt, der da irgendwie sehr breit ausformuliert wird irgendwie.
Und natürlich gibt es dann halt auch da diese Spaltung, dass natürlich Peggy Carter bei der SSA dann in diesem Bürojob arbeitet und da halt Akten sortiert, aber ihren großen Geheimauftrag, den erledigt sie natürlich undercover. Ja, und wie du schon eben sagtest, es ist eine, ja, eine wunderbare, oder ja, es hat eben so einen Hauch und einen Flair von Jäger des verlorenen Schatzes, beziehungsweise eben Indiana Jones. Das ist auch vielleicht ein bisschen dahin geschuldet, dass eben Joe Johnston, der erste Regisseur vom ersten Captain America, quasi eben auch diesen 40er-Jahres-Stil da wiederbelebt hat, den er eben auch als Effektmensch bei eben Jäger des verlorenen Schatzes auch ein bisschen so aufgenommen hat. Und ja, und es ist halt ganz fantastisch, wie halt eben das da jetzt so eingebunden wird. Wir erleben quasi dann eben auch Howard Stark wieder, der eben auch eine Rolle spielt im ersten Captain America. Und der quasi dann der, man könnte jetzt sagen, so der inszenatorische MacGuffin darstellt. Also seine Problematik wird die von Peggy Carter. Und sie muss quasi für Howard Stark so ein bisschen ja, die Kohlen aus dem Feuer holen. Und da eben die Serie so kurz angelegt ist, bedeutet das eben auch von der Handlungsorientierung auch eine Dichte. Also wir haben jetzt quasi mit den ersten drei Folgen, die jetzt liefen, haben wir quasi so den ersten Akt gesehen, der eigentlich ja erstmal nur dazu dient, die Figuren zu platzieren, um zu schauen, was handelt es sich da eigentlich. Und da, wie du eben auch schon gesagt hast, sind da ja auch sehr schöne, interessante Ansätze zu sehen. Und unglaublich schöne technische Spielereien. Also ich liebe diese UKW-LAN-Schreibmaschine, mit der analog gechattet wird. Das ist genau, das, eine tolle Spielerei. Genau, also wunderbare Gadgets tauchen daran auf, die dann eben, und da finde ich eben auch schön, dass sie da dass sie halt eben als, es gibt halt wieder auch wunderbare Anleihen, ähnlich auch vielleicht beim ersten, also zum Film Noir. Also es ist ja eben die Zeit des Film Noir. Ja. Und es ist halt wunderbar, wie das eben auch umgesetzt wird. Und ja, und dass ihre, wir hatten eben im Vorgespräch auch über die Kämpfe gesprochen, die leider dann eben bei so Verfilmungen wie bei Zack Snyder's Man of Steel oder so halt eben so belanglos sind. Und auch hier sind alle, ja, Kämpfe einer gewissen Motivation und mit einer gewissen Motivation unterlegt. Und die dienen eben nicht nur dazu da, die nicht nur, dass sie halt, um zu zeigen, dass sie halt eine taffe Frau ist, sondern sie versucht da irgendwie entweder irgendwelche Ziele zu erreichen oder eben auch einen Dialog eben mit ihren Widersachern zu führen in diesem übertragenen Sinne. Und ja, das lässt halt eben auch hoffen, dass vielleicht sollten wir uns darauf konzentrieren, auf diese genderspezifische Sicht des Marvel Cinematic Universe, dass das eben fortgesetzt wird. Ne? Also weitere Serien mit starken Frauenfiguren sind in Planung. Also Netflix wird 5 Marvel-Serien auch produzieren. Daredevil ist für April 2015 jetzt, also für jetzt April angekündigt. Danach kommt Jessica Jones, auch eine sehr unbekannte Figur, ähnlich wie bei Guardians of the Galaxy, etwas, was auch nur Hardcore-Fans eigentlich auf dem Schirm haben, aber was auch eine ganz fantastische Geschichte ist, also eine ehemalige Superheldin, die als Privatdetektivin arbeitet. Und ich habe es jetzt noch nicht ganz ausgefüllt, aber ich meine, es ist dann 2018, haben wir dann den ersten großen Franchise-Film mit Captain Marvel, was ja auch eigentlich fantastische News sind, wenn man das unter der, ja, sagen wir mal, genderspezifischen Sicht sieht. An Superheldenverfilmung. Ja, vor allem, wenn man dann im direkten Vergleich dazu wieder sieht, irgendwie, wie schwer sich DC damit tut, sich zu einem Wonder Woman-Film durchzuringen, obwohl der eigentlich immer wieder gefordert worden ist. Das ist ja auch eine sehr interessante Geschichte, dass Joss Whedon, eben der Regisseur und Drehbuchautor von den Avengers, zuvor halt jahrelang versucht hat, eben seine Version von Wonder Woman unterzubringen. Und Erst und dann in dem Sinne dann die Seiten sozusagen von DC zu Marvel wechselte. Da ist ja, wie gesagt, immer so eine kleine Rivalität zwischen so zwei großen Verlagen. Und ja, jetzt natürlich DC sich sehr ärgert, dass der und interessanterweise jetzt auch so durch den Erfolg der Avengers unheimlich schnell jetzt auf diesen Superhelden
Truppenzug sozusagen aufgesprungen ist. Ja, mit dem Unterschied, wie gesagt, dass DC immer noch in der Phase ist, in der sie sich wirklich beweisen müssen. Während Marvel irgendwie schon an einem Punkt ist, an dem sie halt große Risiken eingehen können, wie halt Guardians of the Galaxy, wie Agent Carter, wie Ant-Man, von dem ja auch irgendwie immer noch keiner weiß, was davon genau zu erwarten ist. Also, dass sie irgendwelche Kleintitel nehmen, die halt, wie du sagtest, keiner irgendwie wirklich auf dem Schirm hat und die wirklich zu einem riesengroßen Ereignis formen. Und auch Dinge nehmen, die eigentlich, naja, irgendwie, wo halt der Sales-Pitch ist, das ist ein Marvel-Film. Weil man sonst nichts darüber weiß und nicht weiß, was man wirklich erwarten soll. Man weiß halt irgendwie, dass dieses Universum damit weitererzählt wird. Mit einer neuen Figur, mit einer neuen Perspektive. Und ja, man weiß halt, dass man irgendwie einige Überraschungen vielleicht irgendwie erwarten kann, die das ganze Ding dann so ein bisschen im größeren Stil an dieses Universum anbilden. Aber was genau kommt, wir haben alle keine Ahnung. Zumindest jetzt nicht bei Ant-Man. Und bei Guardians of the Galaxy, ich meine, da kann man jetzt schon sagen, wenn man vorher gesehen hat, irgendwie wie bei diesen Filmen, wie dieser Film besprochen wurde, bevor er dann zu sehen war, irgendwie, da war eine große Erwartungshaltung. Aber da war auch schon immer so eine Idee, dass es ein Flop werden könnte. Ich meine, wir reden hier von einem Film mit irgendwie Vin Diesel, der einen humanoiden Baum synchronisiert mit drei Worten. Ja. Über den ganzen Film. Und ich meine, das ist schon eine Idee, in die man sehr verliebt sein muss, damit man sie wirklich durchzieht. Und das ist natürlich auch was total nach hinten hätte losgehen können, wenn es jetzt nicht ein fantastischer Film geworden ist. Aber der Erfolg ist natürlich dann auch so ein bisschen, naja, so eine Einladung zum Größenwahn für Marvel. Mhm. Und dass sie jetzt irgendwie den Mut zeigen und so Figuren wie Captain Marvel, Black Panther, Agent Carter zu launchen, ist natürlich eine tolle Sache. Aber ich glaube nicht, dass sie das irgendwie getan hätten, wenn halt nicht irgendwie vorher so ein gigantischer Erfolg mit den Dingen, die sie gemacht haben, da gewesen wäre. Aber es ist natürlich auch ein Signal eben auch an die Industrie, dass es doch sehr reizvoll ist. Also sprich, mische einmal in diesem Marvel Cinematic Universe mit und du hast die Chance, dann eben dein eigenes Franchise zu bilden. Also Agent Coulson, played by actor Clark Gregg, der eben die Titelrolle in Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. spielt, war eigentlich nur das Bindeglied, also der Kleber quasi, für verschiedene Szenen, um halt einfach ein bisschen dieses Marvel Cinematic Universe zu bilden in den vereinzelten Filmen. Und der tauchte eben auf und hatte eine Zeile und sagte etwas und kam dann aber so gut an, dass er dann eben auch ganz überrascht den Anruf bekam oder dann auf der Premiere eines Films dann bekam, so, ach so, ja, übrigens, ach, du bist auch in Thor, wusstest du es nicht? Genau, da spielst du auch wieder mit. Und so wurde er quasi weitergereicht von Film zu Film, bis er dann in Avengers ein zu scheinbar unrühmliches Ende fand, was aber so unrühmlich war, also typisch im Joss Whedon'schen Sinne, da er Joss Whedon ja immer mag, Haupt- oder irgendwelche wichtigen Figuren wegzuixen. Das ist ja eine Lieblingsbeschäftigung von ihm, dass die Fans dann eben mehr von ihm forderten und er dann wirklich eine eigene Serie bekam. Und ähnlich verhielt es sich ja eben ja auch mit Agent Carter, die played by actress Haley Atwell. Ja, eine so starke Wirkung hinterlassen hat im ersten Captain America und dann, dass sie dann natürlich selbstverständlich auch im zweiten, der dann in der Jetztzeit spielt, dann eben auch noch als alte Frau auftauchen musste. Und sie bekam eben auch einen der dieser legendären Marvel One-Shots, also einer der produzierten Kurzfilme, die auf den Blu-rays mit veröffentlicht wurden. Und da gab es eben auch einen Agent Carter Short, der so gut ankam, dass eben daraus eben auch eine Serie entwickelt wurde. Und das waren so Dinge, die schienen früher unmöglich. Das waren so Fantasien von so Kindern wie unser eins, die so in den 80ern aufgewachsen sind. Ach, wäre es nicht mal toll, wenn das im Fernsehen wäre oder wenn die das machen würden oder so. Und das passiert halt eben heute. Heute wird eben drauf geguckt, was mag das Publikum, was könnte sich verkaufen. Und schon wird das eben entwickelt. Und ich meine auch, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, das ist jetzt nicht ein Qualitätsmerkmal, aber vielleicht ein Qualitätsmerkmal. Also den Bechdel-Test hat, glaube ich, Agent Carter schon geschafft, oder? Also ich meine, es gibt Szenen, wo zwei Frauen mit Namen auch nicht über Männer reden, sondern eigentlich über eher tristes Dasein aufgrund der Männer sozusagen. Ich glaube, das passiert sogar ziemlich häufig in der Serie, aber ich
ich glaube auch, dass darüber hinaus, über all das hinaus, über was wir jetzt gesprochen haben, diese Serie noch eine ganz andere, ganz wichtige Funktion für Marvel erfüllen, die man überhaupt nicht unterschätzen darf. Ja. Zwar gibt es ja irgendwie in der Musikindustrie schon lange Überlegungen dahin, dass durch die veränderte Aufmerksamkeitsökonomie durch das Internet, das Album, das Musikalbum, wirklich schwieriges Format geworden ist, einfach wegen der Abstände zwischen zwei Alben. Und eine ganze Menge Künstler gehen irgendwie mittlerweile irgendwie dazu hin, dahin über gar keine Alben mehr zu veröffentlichen, sondern irgendwie in Monatsabständen oder Wochenabständen einzelne Songs rauszuhauen. Einfach um eine Aufmerksamkeitsspanne weiter aufrechtzuerhalten. Mhm. Und genau das ist natürlich die Möglichkeit, die Marvel jetzt hat, irgendwie mit dieser Agents of S.H.I.E.L.D. Serie. Irgendwie, sie hatten vorher ihre zwei Filme pro Jahr, dazwischen ist eine Menge Zeit vergangen. Mhm. In der Zeit haben sich die Leute dann möglicherweise für andere Dinge interessiert als für ihre Superhelden. Und das muss man natürlich auf jeden Fall verhindern. Also man braucht irgendwas irgendwie, womit man die Leute jede Woche binden kann. Und da ist natürlich eine Fernsehserie ganz fantastisch, die 24 Folgen hat pro Staffel, die also schon mal ein halbes Jahr ausfüllt, wo man dann die Filme, die Kinoereignisse so platzieren kann, dass sie dann noch irgendwie in der Fernsehserie wieder aufgegriffen und weiterverhandelt werden können. Irgendwie, dass dann quasi die, wie du gerade schon sagtest, die erste Staffel Agents of S.H.I.E.L.D. ein wahnsinniger, von der ersten Folge an, ein wahnsinniger Setup für den Captain America Film ist, auch wenn es vielleicht daran noch gar nicht angelegt war, aber es funktioniert ja so. Wenn man es heute sieht, kann man in der ersten Folge irgendwie schon, also in diesem ganzen Deathlock-Ding, führt da dieser große Plot-Twist irgendwie, der dann in der Serie auch innerhalb von einer Doppelfolge, also in der Pause einer Doppelfolge, geschieht ja dieser Plot-Twist, dass irgendwie Hydra halt S.H.I.E.L.D. unterwandert hat. Und das ist schon eine große Kunst irgendwie, also einfach über von Woche zu Woche diese Abstände zu verkürzen zwischen zwei Filmen und jetzt auch dann noch den Mid-Season-Break von der zweiten Staffel S.H.I.E.L.D. dann nochmal mit einer Miniserie zu überbrücken. Irgendwie. Das ist schon ziemlich fantastisch irgendwie, weil auf diese Art kommt man wirklich nicht auf andere Gedanken. Ja, und das ist eben natürlich auch so ein wenn man jetzt so dieses Line-Up, wie man vielleicht so sagt, also diese Aufstellung der zukünftigen Filme sieht, entkommt man halt bis zum Jahr 2018, mindestens 2019. Das ist durchgeplant. Entkommt man diesem Cinematic Universe nicht mehr, beziehungsweise die Chance, sich dem zu entziehen, sind einfach reduziert, also immens reduziert worden. Also man, selbst wenn man irgendwie nicht in diese Kinofilme geht, hat man die Serie. Selbst wenn man die nicht im Fernsehen sieht, hat man eine Serie auf Netflix und so fort und so weiter und so fort. Ja. Und dieses Verhältnis ist auch, finde ich, ganz schnell gekippt irgendwie, wie du schon sagtest, so die Agents of S.H.I.E.L.D. Serie ist am Anfang so relativ gefloppt oder war nicht ganz so erfolgreich wie gewünscht, einfach aufgrund der Struktur. Ich meine, die ersten 8 Folgen sind ja so Akte X, Monster of the Week. Ja. Das wird noch nicht wirklich zusammengeführt für einen, wie du sagtest, dann ganz richtig, irgendwie einen umso gigantischeren Payoff, der eigentlich schon stattfindet, irgendwie wenn das erste Mal Deathlock auftaucht. Da geht die Serie ja quasi richtig los. Also da kriegt sie dann vollen Schub. Aber zu dieser Zeit hat die Serie noch so als Zusatzergänzung, so als Alternative, man konnte das gucken, wenn man die Filme gut findet irgendwie. Und mittlerweile ist das jetzt schon eigentlich eher so gelagert, dass man die Serie gucken sollte, um das Marvel Cinematic Universe wirklich in seiner ganzen Fülle wahrnehmen zu können und dass man irgendwie Dinge verpasst, die jetzt nicht essentiell sind, weil die Filme immer noch für sich alleine stehen können. Aber dass irgendwie doch der Mehrwert erheblich größer ist, irgendwie, wenn man zum Beispiel die erste Agents of S.H.I.E.L.D. Staffel gesehen hat und dann zum richtigen Zeitpunkt den Captain America Film einschiebt. Weil natürlich dann auch irgendwie Nebenfiguren im Winter Soldier, die da gar nicht groß eingeführt oder benannt werden, sind Figuren, die man dann schon vorher aus der Serie kennt. Ja, und es gibt ja auch einen, es gibt ja das Marvel Cinematic Universe Watch Order sozusagen, ne? Und es gibt auch jemanden, der hat also quasi einen Supercut bereits erstellt über 12 Stunden oder über sämtliche Filme, essentiellen Serienfolgen und so weiter, um dann quasi das ganze Marvel Cinematic Universe chronologisch sozusagen zu betrachten. Ähnlich wie es halt eben diesen Vorschlag gibt, Star Wars Filme eben und da dann eben die ungeliebten ersten drei Teile in der sogenannten Machete-Order sozusagen als Flashback sozusagen zwischen Empire Strikes Back und Return of the Jedi einzufügen sozusagen. Also ähnlich wie der Pate dann im zweiten Teil nur ein Flashback hat, damit man weiß, was ist jetzt mit, wie ist,
Corleone entstanden, oder da in dem Sinne, wie ist Darth Vader entstanden, Cut zurück, das heißt, und da fällt sogar der erste weg, weil den braucht man dafür nicht und man braucht nur die anderen zwei und die kann man dann quasi so einordnen und da gibt es eben jetzt auch schon ja, die Reihenfolgen, also mit dem Captain America dann First Avenger als ersten, dann kommt jetzt Agent Carter und so ordnet sich das dann immer weiter. Ja, das wiederholen sie jetzt alles auf Netflix mit ihren 4, 5 Serien, also die 4 Serien, die dann in die Defenders-Miniserien, die auch 8 Teile haben soll, dann gibt. Genau, und das ist, und dass sie eben, und das sollten wir vielleicht jetzt eben auch nochmal erwähnen, auch wenn wir es jetzt schon im Vorgespräch hatten, eben, dass sie halt immer den richtigen, also immer für jedes Projekt dann eben auch den richtigen Regisseur und Drehbuchautor wählen, ist halt eben auch eine fantastische Leistung, die man eben auch, wenn man eben die Systematik genereller Hollywood-Studios oder so kennt, eben auch nicht zu unterschätzen darf. Ne? Dass es eben so, dass es ihnen wirklich gelungen ist, da einfach immer die richtigen Komponenten zu finden. Und ja, wie ist deine Einschätzung? Wie geht's weiter damit? Also jetzt das Frischeste ist eben Agent of Carter, was aber eben ja ein Rückgriff, im Grunde ein Flashback ist in dem Sinne, wenn wir jetzt mal in der chronologischen Reihenfolge bleiben. Da wird eben gezeigt, wie eben in den 40ern S.H.I.E.L.D. sich entwickelt. Dann bleibt uns dieses Jahr eben jetzt als nächstes steht uns dann eben der zweite Avengers-Film bevor, ja, mit den Age of Ultron, was nicht so sehr mit den Comics wohl zu tun haben soll, aber auch wieder interessante neue Figuren einführt und das Ganze eben auch wieder wahrscheinlich auf eine ganz andere Ebene heben wird. Und dann interessanterweise dann als Abschluss, was auch wieder irgendwie interessant ist, aber das liegt wahrscheinlich eben auch an den Querelen und der Verzögerung des Drehs durch den Rausschmiss des ersten Regisseurs Edgar Wright, kommt dann eben noch Ant-Man dieses Jahr. Und das schließt dann eben dann diese Phase 2 des Cinematic Universe ab, die dann eben dann in Phase 3 dann mit Captain America Civil War im Mai 2016 weitergehen soll. Jetzt ganz frisch eben auch die Meldung, dass dann Doctor Strange, ein Magier in Marvel Cinematic Universe, von Benedict Cumberbatch gespielt werden soll, was auch angesichts seiner jetzt zu erwartenden Oscar-Nominierung beziehungsweise Oscar auch schon wieder ganz andere Dimensionen da reinbringt. Wenn also jetzt wirklich zahlreiche Oscar-Preisträger dann auch sich dann eben Verträge für 4 Filme unterzeichnen. Das ist eigentlich auch etwas, was es früher nicht gab. Man spielte als echter, guter Schauspieler nicht in Comic-Verfilmungen mit. Und schon gar nicht unterschrieb man Verträge über 9 Filme. Genau, und also das ist halt in auch so vielen Ebenen ist es halt wirklich auch ja überraschend, aber eben auch ja vielleicht auch ein bisschen einschüchternd, wie viel Fahrt eben dieser Marvel Cinematic Universe Zug angenommen hat. Ne? Also wie du es eben auch schon sagtest, DC ist da noch weit hinten an und es wird sich halt zeigen, ob deren Kalkulation, das Ganze eben nicht so selbstironisch leicht zu inszenieren, sondern es dann eben so schwermütig realistisch zu zeichnen, ob das sich das eben auszahlen wird an der Kinokasse. Naja, ich meine, sie fahren jetzt gerade große Geschütze auf wie ihren Suicide Squad Film. Jared Leto, Tom Hardy, der jetzt schon wieder ausgestiegen ist. Genau, Will Smith soll auch, ja, genau. Ja. Also man fragt sich, was das werden soll. Naja, aber das sind natürlich so Reaktionen und vor allem auch dieses unkluge Verhalten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, vielleicht können wir auch da kurz drüber sprechen, wenn man jetzt so relativ gute, also nein, nicht gute, sagen wir mal mittelprächtige Serien wie Arrow und The Flash, die eben nicht das hohe Niveau von Serien, die wir jetzt so gewohnt sind, Breaking Bad oder Mad Men haben, aber die funktionieren, die gut sind, die Spaß machen, die man so nebenbei auch gut gucken kann und die eben noch um Welt besser sind als zum Beispiel, was uns so deutsche Fernsehkost, die uns vorgesetzt wird. Warum wird dann eben nicht das genutzt und gesagt, okay, wir machen jetzt mit diesen Leuten Verträge und setzen die dann eben in Filmen ein? Das wäre doch eigentlich der Clou überhaupt, diese Figuren dann eben auch einzusetzen, wenn sie schon so aufgebaut worden sind. Also quasi den umgekehrten Weg vom MCU zu gehen, könnte jetzt eben DC beschreiten, indem sie sagen, wir bauen unsere Leute im Fernsehen auf und dann gibt's da Kinofilme von. Das ist ja, du hast dich damit ja dann auch schon in deinen mündlichen oder in der mündlichen Prüfung auch damit beschäftigt. Das ist ja auch ein altes Konzept. Ja, und irgendwie scheint sie das aber nicht zu wollen. Irgendwie, da gab's ja auch so einen kleinen Disput
als Zack Snyder so eine Casting-Decision für seinen Flash in seinem Justice League-Movie oder in seinem Batman vs. Superman-Film oder was auch immer er da damit drehen will, mit diesem Flash, den er gecastet hat, bekannt gegeben hat und es eben nicht der Darsteller aus der Flash-Serie war. Woraufhin, glaube ich, der Darsteller von Arrow dann irgendwie in einem Interview sich geäußert hat, dass er das für eine unglaublich miese Entscheidung hält und er hat ja halt sehr schlecht drüber geredet und irgendwie vermutlich hat er in Wahrheit schlecht drüber geredet, dass er befürchtet, dass er auch nicht als Arrow in einem Justice League-Film auftauchen wird. Aber das ist halt das Ding, irgendwie, was ich vorhin schon mal kurz erwähnt im Vorgespräch, irgendwie, um dahin zu kommen, wo Marvel jetzt ist, muss DC sich halt auch noch mal einmal komplett erfinden. Zack Snyder oder nicht, also ob Zack Snyder jetzt schon der Versuch der Neuerfindung ist, irgendwie, ist da mal offen gelassen, wie gut er es jetzt macht. Ja, und da ist, glaube ich, auch das die Problematik, dass es quasi keine Figur wie diesen Kevin Feige, der eben mit X-Men als Berater sozusagen in 2000 angefangen hat und jetzt eben das Ganze wirklich so zusammenfasst und wirklich so der Produktionsleiter ist, das so überwacht. Also es gibt halt niemanden, es gibt keine Instanz, die dann irgendwie letztendlich sagt, wir machen es jetzt so. Also es gibt, also im Grunde leiden die Regisseure und Macher der jeweiligen Filme ein bisschen darunter, aber für das Gesamtkonzept ist es halt eben eigentlich auch bedeutsamer, dass es da quasi ein Überregisseur, ein Metaregisseur gibt, der da so ein bisschen die Strippen zieht, ne? Und ich meine, das wäre vielleicht mal eine sinnvolle Aufgabe für Kevin Smith. Ja. Dann hätte man wieder was zu tun und also was Richtiges. Ja, ich habe nur Gutes über Task und so gehört und so, aber ich meine, man kann auch, und jetzt ich möchte halt nur leise Kritik daran gehen äußern, dass man natürlich auch mal was anderes als noch einen Clerks-Film machen könnte, sozusagen. Also was er ja mit Task bewiesen hat, dass das geht. Also, oder Task, ja. Aber ja, ja, zum Schluss bleibt irgendwie eigentlich nur zusammengefasst zu sagen, dass es so etwas natürlich auch schon in abgewandelten Formen auch so gab, aber diese breite aufgestellte transmediale Medienfront, die gab es so in dieser Form eigentlich noch nicht. Es gab Serials früher, die, wie du es eben ja auch erwähnt hattest, eben ja mit Filmserien begannen, dann zu Filmfiguren in Filmen wurden und eventuell dann wieder zurückentwickelt wurden. Aber so etwas so in dieser Form gab es in der Mediengeschichte der angelsächsischen so noch nicht. Nicht in, ne, der Größe und nicht in dieser Schönheit. Also es gab natürlich das Star Wars Universe, das irgendwie auf vielen Kanälen ausgeweitet wurde. Was aber irgendwie, naja, also da teilt sich das auch in der Mitte. Da gibt es halt Leute, die irgendwie nehmen die Filme ernst und vielleicht dann noch die Clone Wars Animated Series. Da wird es bei vielen schon schwierig irgendwie. Aber das Expanded Universe aus den Romanen, das ist irgendwie, glaube ich, eher weniger Leuten vorbehalten. Es gab den Versuch, irgendwie mit Matrix sowas aufzuziehen. Das ist ja so das Paradebeispiel, an dem Henry Jenkins, der diesen Transmedia Storytelling Begriff stark macht, an dem er sich aufhält. Und Matrix ist natürlich auch ein guter Versuch, aber ist, naja, man könnte ihn im Nachhinein auch ein bisschen als gescheitert bezeichnen, was irgendwie daran liegt, dass diese Filmtrilogie sich ja extrem darauf verlässt, dass man dieses unglaublich lange Videospiel gespielt hat, diese ganzen Cutscenes gesehen hat, die extra für das Videospiel gedreht worden sind, die irgendwie schon relativ wichtig sind für das Verständnis des zweiten und dritten Matrix-Films. Mhm. Naja, das ist halt irgendwie ein Arbeitsaufwand, den man so einem Filmkonsumenten irgendwie vermutlich einfach nicht zumuten kann. Also es gibt dann sicherlich Leute, die Matrix-Filme im Kino gesehen haben, die diese Animatrix-Serie komplett gesehen haben, die Webcomics kennen, die das Videospiel gespielt haben und dann irgendwie gut vorbereitet in Matrix Revolution sahen und wahrscheinlich da ein erderschütterndes Erlebnis hatten. Und bei den meisten ist es aber einfach ausgeblieben. Ich meine, so die allgemeine Rezeption von der Matrix-Trilogie ist ja, der erste Teil ist ganz toll und den zweiten und dritten versteht niemand mehr so richtig. Ja. Und irgendwie, was Marvel da jetzt macht, irgendwie mit dieser Ausweitung von einem Kino-Universum auf eine wöchentliche Fernsehserie, die dann noch eine wöchentliche Fernsehserie als Miniserie im Mid-Season-Break hat, das ist natürlich die Perfektion davon irgendwie. Ich meine, bei Marvel Cinematic Universe gibt es auch eine Comic-Serie, über die wir jetzt noch gar nicht geredet haben, vermutlich, weil wir sie beide nicht lesen. Das muss man aber auch nicht. Es funktioniert auch so ohne. Also es funktioniert auch ohne. Und das ist also der große Unterschied. Bei Matrix war man halt darauf angewiesen, all diese Komponenten zu kennen, um das ganze Ding zu verstehen. Und Marvel hat irgendwie eine vernünftigere Informationsökonomie irgendwie. Man guckt den Iron Man-Film und man weiß, wer Iron Man ist. Und wenn man darüber hinaus noch was rafft, was die an Easter Eggs versteckt hat, gut für einen, dann hat man irgendwie so einen kleinen Mehrwert. Mhm. Und der macht das Ganze auch rund. Und das irgendwie haben sie ja auch, also diesen Mehrwert zu installieren, das haben sie auch zu einer ziemlichen Kunstform erhoben.
durch diese ständigen Querverweise innerhalb eines Films auf andere Filme, innerhalb der Serie auf vergangene Filme, auf zukünftige Filme. Wir hatten zu einer Gelegenheit schon mal darüber gesprochen, wie jetzt in der zweiten Staffel Agents of S.H.I.E.L.D. Inhumans vorbereitet wird. Der Kinostart 2017, 2018, also auch noch weit in der Zukunft hat. Mhm. Und da wird jetzt gerade in der zweiten Staffel irgendwie, wird jetzt gerade die Basisarbeit dafür gelegt. Und das finde ich ganz fantastisch, dass man da mit so einem Vorlauf jetzt anfängt, irgendwie da wirklich große Geschichten zu erzählen. Ja, das sind quasi so, ja. Also es gibt quasi in diesem Marvel Cinematic Universe dann vielleicht zum Abschluss eben so, ja, Rezeptionsschichten, ne? Die eben für jede und dadurch dann eben auch in jeder Schicht eben diverse Zugänge zu diesem ganzen, ja, Universum und diesem Erzählraum. Und das ist natürlich, ja, etwas, worauf wir uns auch vielleicht ein bisschen freuen können. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, kommen wir vielleicht zum Schluss. Peter, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, bis zum nächsten Mal wieder hier in der Medientheke. Medien. Medien, ne? Medien. Medien, ne? Medien. Medien, ne? Medien. Medien. Take care.